Jo, da wären wir wieder zu einer neuen Folge von Retro. Ich guck nochmal. Ja, die Aufnahme läuft, alles klar. Ja, ich habe jetzt wieder fast vergessen, dass ich noch aufnehmen wollte, irgendwie. Ja, hab ja vorhin noch Clash Royale und so gemacht und ja, da will ich das natürlich jetzt auch noch schaffen hier, ne? Okay, mal gucken. Die fressen hier fleißig, wie es aussieht. Wollte ich jetzt noch weiter fischen oder wie war das nochmal? Muss ich nochmal schauen, was ich machen wollte. Auf jeden Fall habe ich die Katze, das ist gut. Die brauche ich nämlich. Ich kann ja mal versuchen, hier weiterzubauen. Und zwar, ja, jetzt haben wir einmal hier das. Das lasse ich auch erstmal. Ich guck mal, wie weit ich hier reingraben muss für die Treppe. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Und, na, da ist die erste Fackel. Machen wir dann hier, denke ich, auch. Da müsste ja das sein, genau. So ein Stonebrick-Ding. Und da können wir das hier genauso wie drüben machen. Auf Ehre. Ja. Ah, hier haben wir schon viel Platz noch. Hätte ich nicht gedacht, irgendwie. Da können wir noch ein ordentliches Treppenhaus hinkriegen. Aber ich muss ja auch erstmal in die Richtung. Denn hier wird das nix. Aber warum will ich eigentlich da noch ein Treppenhaus bauen? War das, weil ich da eine Farm machen wollte oder wie? Bin mir gar nicht mehr sicher, aber eigentlich ist ja hier das Treppenhaus, ne? Bisschen sinnlos irgendwie. Ja gut, ich meine für die nächste Etage eventuell, aber ja, so richtig viel bringt's eigentlich auch nix. Naja, egal. Schauen wir mal. Ich kann ja mal hier schon anfangen und runtergraben. Und dann irgendwo gehe ich dann nach links und dann können wir halt hier weiter runter auf dieser Höhe. Genau. Aber da hätte ich natürlich jetzt da hinten das offen lassen können. Na egal. Ich guck erst mal. Ansonsten baue ich halt die Decke hier ein bisschen höher. Je nachdem, wie es wird. Und ja. So. Alter, ich bin gerade voll redefaul. Vorhin war ich das überhaupt nicht. Da habe ich richtig viel geredet. Wie ihr ja gemerkt habt in Clash Royale und Boom Beach. Also sonst rede ich ja auch nie so viel in den Folgen. Aber jetzt irgendwie heute hatte ich da mal Bock drauf. So. Ich weiß gar nicht, was ich machen wollte. Das hier. So. Ah, da habe ich doch bestimmt auch noch welche, ne? Ja, hier. Nehmen wir die erstmal. Und, ah ja, ich wollte ein Lager bauen. Stimmt, das kann ich gleich nochmal weiterbauen. Ich habe das jetzt eigentlich erstmal nur angefangen, weil ich nicht wusste, was ich tun soll. So. Ah, shit. Naja, dann mache ich mir erstmal eine neue. Würde ich sagen. Ist eine gute Idee, ne? Nee, ich wollte noch was mehr sagen, aber irgendwie ist es mir entfallen. Ah, hier sind Sticks. Das ist gut. Oh, Musik. Sehr schön. Habe ich lange nicht gehört, irgendwie. Na gut. Sonst habe ich die halt nie an, deswegen ist es klar eigentlich. So, zack. Und oben mache ich dann wahrscheinlich auch Treppen. Wie habe ich denn das hier? So zwei Blöcke quasi und dann die Treppe. Das wäre ja dann hier auf der Höhe. Ist schon ein bisschen früh, würde ich sagen. Vielleicht mache ich das weiter hinten hier, dass das so ein einfach größeres Treppenhaus wird. Und dann kann man ja auch die Fackel einen runtersetzen und da oben noch Stonebrick-Dinger nehmen, wie hier. Ja, gucken wir mal. Habe ich die noch? Nee, gar nicht mehr. Hä? Als ob ich da keine mehr übrig habe. Ich habe doch von allem noch was. Also sonst zumindest so. Vielleicht habe ich die aber auch in der andere Kiste getan. Das kann sein. Weil ich bin ja echt oft dahin gegangen und da habe ich dann dort einfach alles rausgeschmissen, was ich hatte im Inventar. Na gut, dann gucken wir mal, dass ich jetzt noch mir hier raus was mach. So. Ja, einmal und noch ein zweites Mal. Das reicht ja auf jeden Fall. Ja, ich könnte schon mal Kisten platzieren. Ah ne, das hatte ich ja, gell? Die sind ja schon. Ja, ich muss gleich nochmal gucken, was schon alles unten ist und was nicht. Jedenfalls, ich weiß noch gar nicht, wo ich dann nach links abbiege. Das muss ich auch nochmal sehen. Aber es kann sein, dass wir da dann bleiben auf der Höhe.
Ja. Okay, ich gucke jetzt erstmal runter. Und vielleicht kann ich schon mal anfangen zu sortieren. Ah, hier stimmt, muss ja auch noch ein Boden her, ey. Ah, hier sind die Leute. Als ob genau hier. Einfach in die erste Kiste, wo ich reingucke. Ja, ich würde sagen, hier kann ja erstmal sowas wie Pflasterstein rein, dann vielleicht die Treppen. Ja, zumindest vorerst. So, dann habe ich noch eine Schere, ja. Ich schere mal ein paar Tiere. Aber ich müsste die erst färben. In welcher Farbe soll denn der Teppich sein? Vielleicht in Rot, ne? Ist immer ganz angenehm, denke ich mal. Aber vielleicht auch Orange. So. Warum nicht? Ah, hier kriegt man noch zwei raus. Geil. Dann kriegen wir vier Orange, ne? Auf Ehrenbasis, ne? So. Und die kann man dann ordentlich scheren. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus, ne? Zack. Hä, Alter, wie hell die aussehen. Das ist ja übel. Lol, als ob. Sowas beeindruckt mich dann immer. Auch neulich schon hatte ich so ein pinkes Schaf gesehen. Oh nein, wie dumm bin ich denn? Ach, wieso. Oh, wieso färbe ich das jetzt weiß? Ich wollte es scheren. Ich wollte kein Bone Meal usen. Junge. Was war das denn jetzt wieder? Boah, irgendwie. Es sind gerade die Farben so komisch bei mir. Ich weiß auch nicht. Oder es kommt mir nur so vor, weil eigentlich habe ich das immer so, die Einstellung vom Bildschirm. Naja, egal. Machen wir erstmal hier irgendwie so einen Anfang. Ja, es sieht jetzt nicht so perfekt aus. Also vielleicht kann man das ja noch mischen. Warte mal, ich habe doch eh noch ein paar rote. Oder? Wo sind denn die? Ich tue erstmal vielleicht. Nee. Ja. Muss mal gucken, wo dann auch Kohle und so hinkommt. Ah, rote Farbe. Wo haben wir die erstmal? Hier noch. Genau. Ja, dann färbe ich halt das Schaf rot da oben. War jetzt natürlich wieder ein Fehler. Aber ja, passiert, ne? Ist jetzt nicht so schlimm. So. Und ja. Die schere ich nochmal normal. Ah, hier, stimmt. Das kann ich auch schon mal mitnehmen. Ach ja, irgendwie kann man sich manchmal den ganzen Tag mit Schafe Scheren beschäftigen, ne? Wie damals im Wollomat in Staffel 1. Alter, das fühlt sich auch schon wieder so extrem lange an, ne? Wie lange das her ist, einfach nur. Wie in so einem anderen Leben oder so. Ist echt krass manchmal. Naja. So. Jetzt gucke ich mal hier. Das geht ja nicht, wenn ich hier mit mittlerer Maustaste mache, aber so geht's. Perfekt. So. Ja, und irgendwo muss ich dann eben die einbauen hier. Kein Plan. Ob ich da so Streifen mache oder wie auch immer, bei den Öfen eventuell. Ne? Müsste ich dann auch hier schon Streifen machen? Ja, kann ich mir noch überlegen. Da habe ich ja schon mal voll den krassen Teppich angefangen hier. Und hier an der Seite müsste eigentlich auch noch was anderes hin. Als Teppich. Also, damit das einfach ein bisschen sich abhebt nochmal. Vielleicht auch diese Bricks oder was anderes noch. Aber die machen sich schon ganz gut, denke ich mal. Ja. So, ich weiß nur noch nicht, was hier reinkommt. Vielleicht dann diese gebratenen Steine und das hier, so Zeug. Ne? Die habe ich ja noch dabei. Da kann ich schon mal weiter verteilen. Ja, also es gibt auf jeden Fall viel zu tun hier irgendwie. Und ich glaube, wir werden jetzt mehrere Folgen immer damit verbringen, so hin und her zu gehen und verschiedenstes Zeug zu machen, was eben so ansteht. Ich denke mal, das ist so die beste Weise, denn ich will irgendwie an allen Stellen vorankommen. Und deswegen versuche ich da immer das so zu mischen, ne? Okay. Ja, dann gehe ich nochmal zurück. Ich weiß noch nicht, wohin zurück. Aber das werden wir schon sehen. Ich guck mal, ich kann ja eigentlich die Weizenteile mal hochzüchten. Aber ja, ich darf auch nicht alles bei mir ausgeben. So. Okay. So. Genau, weil ich brauche mal ein bisschen Brot und so.
Wovon habe ich mich eigentlich bisher ernährt? Was habe ich denn mal gegessen? War das nur Fleisch oder was anderes? Kann mich gar nicht erinnern. Karotten können es ja nicht gewesen sein. Ja. Ah, hier ist schon viel Zeug drin noch, ne? Ich kann ja schon mal diese Teile mitnehmen. Kies auch. Ach du Scheiße. Hier ist schon mal viel. Das kann man sagen. Oh shit. Ich überziehe hier fast. Na naja, gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und mal sehen, wie es weitergeht. Ja, dann war's das. Ciao.